Ende Dezember ging es durch die Medien wie ein Lauffeuer. Kommt das Parkbiggerl nach Hitzing? Nachdem jetzt Währing und Döbling sich jetzt langsam dafür entscheiden, wird es jetzt auch für Hitzing interessant. Und so müssen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Hitzing beschäftigt aktuell ein sehr brennendes Thema, und zwar: Kommt das Parkbiggerl nach Hitzing oder nicht? 2013 gab es dazu schon eine Bürgerbefragung. 78,5% haben sich dagegen ausgesprochen. Und jetzt scheint es so, dass das Parkbiggerl doch kommt. Was haben Sie dazu zu sagen? Also ganz klar ist, dass dieses Bürgervotum zu berücksichtigen ist. Das heißt, ohne Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger wird sich überhaupt nichts tun. Fakt ist aber auch, dass wir in manchen Gebieten Hitzing ein echtes Problem haben. Das wissen wir auch seit Einführung des Parkbiggerls in den Außenbezirken, also entlang der U-Bahn und im Zentrum gibt es einfach Probleme. Fakt ist auch, dass sich seitens der Stadt Wien nichts ändern wird. Das heißt, die halten an dem derzeitigen Modell fest. Und so wie es derzeit ausschaut, werden im 18. und 19. Bezirk wird das Parkbiggerl flächendeckend eingeführt. Da wissen wir nicht, wie wird sich das auf Hitzing auswirken. Ich sage immer, Thema ist halt, dass die Schlinge in Wien insgesamt enger wird. Das heißt, die Möglichkeiten für Menschen, die in Wien ihr Auto über mehrere Tage, Wochen abstellen wollen, müssen, die wird enger. Also die Möglichkeiten werden beschränkter. Und insofern sind wir sicher auch gefordert, hier nachzudenken. Spruchreif wird die Erweiterung, so wie es jetzt in den Medien geschildert wird, im 18. und 19. Bezirk im September. Das heißt, vorher gibt es überhaupt keinen Grund zur Eile. Und dann wird man sehen, was tut sich dadurch, wo wird wirklich erweitert. Und danach müssen wir dann unsere Schlüsse auch ziehen. Aber jetzt sicher keine voreiligen überhasteten Entscheidungen in irgendeine Richtung. Aber ich betone ganz, ganz klar, ohne Einbeziehung der Bevölkerung wird sich in Hitzing nichts ändern.